Andi, wenn du so glücklich bist, dass es schneit, ne? Tu mir einen Gefallen. Friss bitte nicht den gelben Schnee. Ah, unser Platzwart wollte hier erst sperren, ne, wegen Schnee. Hab ich gesagt, Hab ja eine Idee gehabt, ne? Wir haben hinten bei uns während dem Training Salzstreuer in Stutzen gepackt. Und von Monis Spachtelhütte hat man noch so Pommesschalen, so alte. Die haben wir vorne als Schneeflug. Tja, wer kann, der kann. Ne? Das Ding haben wir über Nacht geräumt. Andi! Und jetzt geht's los, ey. Ja, Mann, wie kann man eigentlich deinen Fitnesszustand beschreiben? Seitenstichen vom Fressen, oder was? Ja, das Bundesliga-Wochenende startet mit Darmstadt gegen Köln, das 18er-Duell. Darmstadt in Fairness-Tabelle 18er und Köln ja eh schon. Wir sehen Baumgart auf der Pressekonferenz gefragt, wieso denn Darmstadt in Fairness-Tabelle so weit unten ist. Meint denn der Baumgart, ja, in Darmstadt, da spielt mein Klaus. Der Klaus Jaisula. Da wären 15 gelbe Karten normal. Kennen Sie ja also nur noch aus Paderborner Zeiten. Der Baumgart und der Kreisliga-Klaus. Stefan, wann fängst du an, Weihnachtsplätzchen zu backen? Ja, mach mal, da kann man dich jedenfalls gebrauchen, du Spritzbeutelständer. Ja, und beim FC Bayern, da bereitet Thomas Tuchel Thomas Müller auf den nächsten Titel vor. Ja, sicher. Der Müller, der wird Mr. Olympia im Bodybuilding, ne? Im Bankdrücken ist er auf jeden Fall schon mal Weltklasse. Ich meine, auf der Bayernbank, da sitzen jedenfalls richtige Bretter. Unsere Ersatzbank, die ist wie eine enge Jeans, ne? An den wichtigsten Stellen sitzen die meisten Nieten. Patrick, pst, lass doch einfach die Bierflasche liegen auf dem Platz, kein Problem. Wir sammelten die ein. Der griechische Gott der herumliegenden Sachen, Zeugs. Lothar Matthäus hat gesagt, sitzt Thomas Müller weiter auf der Bank, muss er den Verein wechseln. Und wir wissen ja alle, der Tuchel, der hört auf den Lothar. Das ist seine Vertrauensperson Nummer 1. Nehmen dir die Hammer. Ich glaube aber auch, dass ich mal zu so einer Bayern-Pressekonferenz gehe und den Tuchel mal frage. Herr Tuchel, es sind ja viele Titel mit dem FC Bayern und Ihnen vorprogrammiert. Aber was sagen Sie eigentlich zu folgendem Satz? Viele, die einen großen Namen haben, werden dann unbedeutend sein. Und andere, die heute die Letzten sind, werden zu den Ersten gehören. Und dann wird der Tuchel sagen, hä, von wem ist denn der Satz und was hat denn der zu bedeuten? Dann werde ich sagen, Herr Tuchel, da kann ich Ihnen auch nicht sagen, was das bedeutet. Aber das ist die offizielle Prognose aus dem Matthäus-Evangelium. Amen. Andi, so wie du hier das Spiel verschiebst, merke ich, als Kind hast du weniger Tetris gespielt, dafür mehr blinde Kuh. Nee, Stefan, toll, du als Kapitän, du führst unsere Mannschaft, ne? So wie ein Waschbär, der Wäsche wäscht. Bayern 04 Leverkusen spielt in der Euroleague gegen den Club der schwedischen IT-Nerds, die in alle Computer reinkommen, gegen den BK Hacken. Aber gegen Bayer schwer wird's. Wobei, der spielt ja überhaupt. Der Alonso schont den doch für Dortmund, ne? Den wird's. So, Schiri, komm! Psst, mach Feierabend jetzt, ey! Mann, der pfeift heute wieder wie meine Waschmaschine. Die sagt auch immer, ich bin in einer Minute fertig. Größte Lüge auf dem Erdball. Na, Herr Mann, Samstag gibet mal Lostopf statt Eintopf. Ja, und am Samstag lädt die UEFA ein Hamburg zum großen Bingo-Abend. Ne? Oder anders hier, Gruppenauslosung für die Euro 2024. Als Stargast ist geladen Jonas Kaufmann. Ich gedacht so, wieder so eine Neunominierung vom Nagelsmann, die keine Sau versteht. Stimmt aber gar nicht, ist ein Star-Tenor. Ne? Wird also in den höchsten Tönen gelobt. Und dann kommt noch hier David Garrett. Ne? Passt zur Nationalmannschaft, die vergeigen momentan auch alles. Also, ich habe hier ein bisschen Schiss, wenn die deutsche Kugel gezogen wird, dass da nicht Deutschland drin steht, sondern freilos. Es sei denn, du entscheidest dich jetzt schon von DFB-Seite aus, wird natürlich niemand machen. Die Startelf der U17 spielt einfach komplett die Euro 2024. Grüße gehen raus, Männer, ey, holt euch das Ding. Richtig geile Leistung gegen Argentinien. So macht man das. Ja, und die EM-Vorrunde kann für Deutschland schon eine Horrorrunde werden. Holland, Österreich, Italien. Da wird für Deutschland die Euro 2024 mal glatt zum ESC. Germany, no points. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der sorgt in der Stadt gerade für ein komplettes Verkehrschaos, weil er ein Schild gelesen hat, parken nur auf weiß markierten Flächen. Schön, dass du schon mal auf die Knie gegangen bist. Ich kann auch aufstehen und wir machen das im Stehen zu Ende. Moment. Moment, ich muss erst reinstecken, dann geht's los.
Ich bin bereit. Super. So, Schiri, komm, mach mal Schluss da jetzt, ey. Boah, der pfeift wie meine Wasch... Nochmal. Ja, das Bundesliga-Wochenende. Ist ja ein Wochenende, ne? Eigentlich Freitag, Samstag, Sonntag ist Wochenende meistens, oder? Und dann werde ich dem Tuchel einfach folgende Frage stellen, ne? Ja, das muss ich nochmal nachgucken. Schade.